Claudio Schießel, Inside Politics. Ich habe eine Frage in Bezug darauf, wie sehen Sie eigentlich jetzt die Zukunftspartnerschaft bis 2020 und parallel haben Sie auch Vorschläge bis 2020, sich auch im Bereich der Digitalisierung entsprechend zu stellen und auch Unterstützung der Landesregierung zu geben? Und wie sehr ist der interne österreichische Wettbewerb von Interesse für den IV? Also sprich, dass eben Unternehmen nicht in andere Bundesländer abwandern etc. Fangen wir mit der letzten Frage an. Wir sind, der Wettbewerb für Ansiedlungen von Unternehmen ist natürlich schon in Österreich gegeben, keine Frage, aber nachdem wir ja EU-Regimen unterliegen und die Förderungen ja hier relativ beschränkt sind und EU-konform sein müssen, kann man, außer dass man den Unternehmen, wie ich früher gesagt habe, schnellen Zugang zur Investition, schnellste Ermöglichung der Investition, Serviceleistungen bieten kann, kann man auch auf gesamtösterreichischer Ebene den Unternehmen auch anderswo keine besonderen Vorteile gewähren, weil das die Förderrichtlinien gelten österreichweit. Punkt 1. Was für uns wichtig ist, natürlich läuft ein Wettbewerb auch dorthin, wo die besten Bildungseinrichtungen sind, wo die besten wissenschaftlichen Einrichtungen sind. Steiermark hat einen riesengroßen Vorteil mit unseren Universitäten und unseren Bildungseinrichtungen, weil wir dabei eben qualifizierte und hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen, was andere Bundesländer so nicht zu bieten haben. Und das ist jetzt auch für uns ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir in der Steiermark, auch schon angesprochen, und wir arbeiten auch intensiv daran, dass also bei uns also auch die Universitäten entsprechend unterstützt werden und entsprechend ausgebaut werden und wir die Interessen unserer Universitäten bestmöglich vertreten. Und ich denke, da hier gibt es in der Steiermark eine vorbildliche Einrichtung. Da haben wir halt einen Vorteil, dazwischen einen Staat, nicht Startvorteil, das ist ein Vorteil, den wir uns herausgearbeitet haben gegenüber den anderen Ländern, insbesondere hinsichtlich der Comet-Programme, wo wir von diesen K-Zentren eine in der Steiermark, glaube ich, zwei Drittel der K-Zentren. Ein bisschen mehr als die Hälfte der K-Zentren in der Steiermark haben. Und das sind natürlich Startvorteile und Vorteile für Betriebsansiedlungen hier im Lande. Dass der Wettbewerb, wie gesagt, läuft zwischen Unternehmen und natürlich jetzt, was weiß ich, Niederösterreich oder gerade an der Grenze vielleicht das ein oder andere Goodie dem Unternehmer gibt, aber so Kleinigkeiten entscheiden eine Investition nicht. Die zweite Frage war die Zukunftspartnerschaft. Ich habe es eh schon gesagt, ich erwarte mir von der Zukunftspartnerschaft durchaus und ich bin überzeugt davon, dass sich die Partner bis zum Ende der Legislaturperiode in der Steiermark diese Partnerschaft weiter betreiben werden. Außer es passiert was Besonderes, weiß man ja nicht. Aber das sicher weiter, wenn sie gutwillig sind, das zu tun. Ich orte ein durchaus motiviertes Regierungsteam auf beiden Seiten, überhaupt keine Frage. Sie steht auch unter Erfolgsdruck, das muss man auch dazu sagen. Und die dritte Frage war welche? Digitalisierung. Was wir der Politik dabei anbieten, ist erstens einmal, dass wir dieses Thema Digitalisierung, wie gesagt, sehr frühzeitig als industriellen Vereinigung insbesondere aufgegriffen haben und das Land auch dazu gebracht haben, dass sie zumindest einmal für die Unternehmen in Form von Studien und Unterstützungen bei der Erarbeitung von Programmen Geld zur Verfügung stellen, sogar in Kooperation mit Oberösterreich. Wir arbeiten intensiv daran, beispielsweise in der Steiermark einen Silicon Alps Cluster zu entwickeln. Ich hoffe, bin auch sehr guter Hoffnung, dass der grenzübergreifend mit Kärnten
gelingt und bald auch, überzeugt bin, bald auch auf die Beine kommt, gut dargestellt, gut überlegt, gut dotiert, ein weiterer Entwicklungsschub für das Land. Und es wird im Bereich Industrie 4.0 sehr intensiv mit den Universitäten zusammengearbeitet, das ist ein Thema der Universitäten. Ich sitze selber im Universitätsrat der Technischen Universität und wir versuchen also dort wirklich alles vorzubereiten, dass man auch entsprechende Ausbildungsprogramme für Studenten dort bringt, damit wir auch in Zukunft also die qualifizierten Arbeitskräfte bekommen. Das tun wir. Es gibt auch Initiativen von Seiten der Universitäten mit ausländischen Experten das Projekt oder die Projekte anzugehen, aber eins ist klar, und das ist nicht nur ein steirisches Problem, sondern es ist ein österreichisches Problem, dass dieses Thema leider Gottes unterdotiert ist. Wenn ich mir anschaue, um ein Beispiel zu sagen, die Firma Infineon in Villach hat dort eine Industrie 4.0 Fabrik hingebaut um 250 Millionen Euro, eine Testfabrik. Und ich glaube, das gesamte Fördervolumen in Österreich für Industrie 4.0 liegt nominell 250. Nominell 250, das gesamte österreichische. Aber ist es nicht auch teilweise so, dass vor allem im Bereich der Digitalisierung und der Techniker auch eigentlich die Firmen gar nicht in Österreich existieren, respektive eigentlich auch durch das, nennen wir es doch bei Namen, teilweise wirtschaftsfeindliche Klima von Seiten der Politik, Firmen auch gar nicht motiviert sind, in Österreich zu investieren? Nein, das Urteil kann ich nicht bestätigen. Ich glaube, das Erste ist, wir haben durchaus, gerade in der Steiermark, viele Unternehmen. Wir müssen das, glaube ich, differenzieren. Es gibt bei Digitalisierung zumindest zwei Bereiche. Der eine Bereich ist die Realisierung der Digitalisierung in der eigenen Produktion, in den eigenen Services und Leistungen, Dienstleistungen. Das ist die eigentliche Investition im Unternehmen, um eben fit zu werden. Die zweite ist die Zulieferindustrie für die Digitalisierung. Und das ist eine riesengroße Chance auch für die Wirtschaft. Ich sage nur eine Zahl, die ich natürlich, man liest viel und man hört viel, allein in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland wird bis 2020 ein Investitionsvolumen von 250 Milliarden Euro verinvestiert in Industrie 4.0 und da gibt es natürlich viel Potenzial für österreichische Zulieferbetriebe und wir haben solche Zulieferbetriebe durchaus in der Steiermark, durchaus. Und die werden sich auch und die sind auch eifrig unterwegs, wo sie recht haben. Wo ich ein Problem sehe, ist, dass das Thema Industrie 4.0 in der so gehandhabt wird in der mittelständischen Wirtschaft, im Kleinbereich, wie es eben heißt, Industrie 4.0. Das geht nur die Industrie an. Und die Wirklichkeit ist, das geht alle an. Das geht alle Dienstleister an, das geht alle an und da kann sich keiner herausschwindeln, den einen mehr und den anderen weniger. Und da sehe ich das große Problem. Und dass in diesen Bereichen zu wenig dafür getan wird, zu spät vielleicht begonnen wurde, aber ich bin durchaus der Hoffnung, dass man den, ja, ich habe am Freitag nur mal beispielsweise einen Professor von der Stanford University bei mir gehabt, der auch eine Studie dafür macht, der schon einerseits die steirische Wirtschaft oder steirische Industrie sehr positiv beurteilt hat. Man muss das vielleicht auch, damit da nicht ein Schreckgespenst vielleicht für die, die nicht so tief drinnen sind, herumläuft. In der Industrie ist das ja nicht ein Thema, eine Revolution, wo jetzt das Jesus Maria, morgen werden alle anderen Maschinen abgestellt und es muss was Neues hingestellt werden, sondern das ist eine Evolution. Große Industrieunternehmen, ob das die Automobilindustrie ist, ob das die Papierindustrie ist, ob das die Stahlindustrie ist, das ist für die ein laufender Prozess, der schon über Jahre läuft und der halt jetzt noch intensiver weitergeführt wird. Also die trifft es am allerwenigsten. Es trifft diejenigen, die mit diesen Themen überhaupt noch nicht konfrontiert sind. Und es sind heute die kleineren und mittleren Betriebe,
Und ich gehe auch nicht davon aus, dass alles digitalisiert wird und wir am Schluss, was beim Kaffee uns die Roboter servieren werden. Das widerspricht unserer Mentalität, aber es werden viele Bereiche sein und das wird heavy werden.